Im Hinblick auf die Förderung lebenslangen Lernens sind insbesondere die letztgenannten Beispiele bzw. digitalen Medien und E-Learning Angebote von Bedeutung. Ihr Stellenwert für lebenslanges Lernen wird lerntheoretisch zumeist vor dem Hintergrund konstruktivistischer Ansätze begründet. In konstruktivistischen Ansätzen wird betont, dass die motivationalen und kognitiven Voraussetzungen für kontinuierliches, selbstständiges Lernen am besten durch Lernprozesse gefördert werden können, die nach den lernpsychologischen Prinzipien der Eigenaktivität, Selbststeuerung und Kooperation gestaltet sind, die beim Lernen handlungs- und problemorientierte Zugänge ermöglichen, sowie metakognitive Prozesse anregen und im Sinne der Situiertheit von Lernprozessen eine möglichst lebensnahe Einbindung und Komplexität der Lernaufgaben aufweisen. Kinder und Jugendliche sollen sich sowohl in eigenständiger Auseinandersetzung als auch im Austausch mit gleichaltrigen und Lehrpersonen handlungsorientiert mit Aufgaben und Problemen befassen, die für sie lebensweltlich bedeutsam sind. Sie sollen denken lernen, Lernstrategien erwerben und über das Lernen selbst nachdenken, um bereit zu sein, sich zukünftigen Herausforderungen und Lernaufgaben stellen zu können. Lernen soll insgesamt mit der Erfahrung verbunden sein, autonom handeln zu können, sich beim Lernen als kompetent und handlungswirksam zu erleben und sich in Lernprozessen wertgeschätzt und sozial eingebunden zu fühlen. So kann bei den Lernenden eine verstärkte intrinsische Motivation und Verpflichtung gegenüber dem eigenen kontinuierlichen Lernen entstehen. Dass mit den zurzeit verfügbaren digitalen Medien die oben skizzierten im Rahmen der konstruktivistischen Lerntheorie formulierten eigenaktiven Lernprozesse erst teilweise initiiert werden können und wahrscheinlich auch in Zukunft nur bedingt zu simulieren sein werden, hängt nicht alleine mit der technischen Entwicklung zusammen. Menschliche Lernprozesse sind zu komplex und mutmaßlich zu stark an konkrete soziale Interaktionen, Unterstützung und soziale Motivationen gebunden, als dass sie in allen Bereichen und bei allen Schülerinnen und Schülern vollständig eigenaktiv und selbstgesteuert mit Hilfe von digitalen Medien erfolgen könnten. Die Schülerinnen und Schüler müssen zuerst lernen, mehr Eigenverantwortung für ihre Lernprozesse zu übernehmen, wobei dies nicht allen gleichermaßen gelingen dürfte und einige damit gar überfordert sein könnten. Die Fähigkeit, sich mit den digitalen Medien auseinanderzusetzen und selbstständig motiviert und reflektiert mit ihnen zu lernen, bedarf der langen Vorbereitung und Unterstützung. Selbststeuerung, Motivation und Metareflexion sind gleichzeitig Voraussetzung, Mittel und Ziel des Lernens. Im Kontext der Schule können diese Fähigkeiten durch Lehrpersonen gezielt aufgebaut und fortlaufend unterstützt werden, damit sie für das Lernen verfügbar werden. Es ist deshalb zu erwarten, dass trotz der zunehmenden Bedeutung von digitalen Medien Lehrpersonen auch in Zukunft eine wichtige Rolle beim Lernen spielen werden. Digitale Medien werden Lehrpersonen kaum überflüssig machen und auch herkömmliche Lehr und Lernformen nicht vollständig ersetzen. Sie werden jedoch voraussichtlich eine bedeutsame Erweiterung darstellen und sowohl im Hinblick auf das konstruktivistische Lernen als auch mit Bezug auf das eher traditionelle instruktionale Lernen und Üben neue, bereichernde Möglichkeiten bieten. Die Aufgaben von Lehrpersonen werden sich vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen weiter verändern. Die mit der Einführung von differenzierendem und individualisierendem Unterricht bereits eingeleitete Erweiterung der traditionellen Lehrerrolle um die Rollen als Lernarrangeurin, Lernberaterin und Lernmotivatorin wird sich fortsetzen. Die Lehrpersonen werden sich entsprechend mediendidaktisch fortbilden müssen, um in vielfältiger Weise das Lernen mit digitalen Medien in den Unterricht integrieren und etwa für selbstregulierte, eigenaktive Lernprozesse fruchtbar machen zu können. Das lernpsychologische Potenzial digitaler Medien muss zuerst durch die didaktische Gestaltung der Lernumgebung und durch die spezifische Nutzung der Medien erschlossen werden. Der Personen werden sich darüber hinaus auch im medienerzieherischen bereich weiterbilden müssen um die relevanz der medien in der lebenswelt der heranwachsenden erkennen und mit ihnen die nutzung von medien kritisch diskutieren zu können.